Sieht so aus, als wären Glückwünsche angebracht. Ob Mädchen oder Junge, spielt hier keine Rolle. Die Ballons verraten etwas anderes. Bereit? Glückwunsch! Du bist jetzt reich. Das gefällt dir, oder? Mal sehen, was du hast. Naja, dabei sein ist alles. Also dann, möge die Food Challenge von Reich gegen Arm beginnen. Was zum... Was ist passiert? Wo sind wir? Wow, das ist toll! Wenn man reich ist, macht Schwangersein noch ein bisschen mehr Spaß. Alles kann ein großes Spiel sein. Guck dir mal das ganze Geld an! Was ist da draußen los? Sehe ich einfach fantastisch aus, oder was? Probier's selbst mal aus. Ich bin dran. Moment mal, das Zeug ist aber nicht grün. Hallo? Oh Mann, mein Zeug ist weg. Manchmal ist Armsein nervig. Da muss ich mich wohl damit begnügen. So unfair. Ist dieses Kinderzimmer nicht bezaubernd? Schatz? Ich habe den goldenen Kinderwagen. Genau wie du wolltest. Ah! Warte. Du musst keinen Kinderwagen schieben, mein Schatz. Der Chauffeur. Nice. Wir werden Spaß haben. Ja, hallo? Danke, Liebster. Brauchst du eine Fahrt? Übung macht den Meister. Und rein mit dir. Komm, wir gehen Eis essen. Wow, ein goldener Kinderwagen. So einen habe ich noch nie gesehen. Ich habe nicht mal einen normalen. Ein Wassertank. Zeit, kreativ zu werden. Not macht immerhin erfinderisch. Ist der nicht niedlich? Zeit für unsere Testfahrt. Und rein mit dir, Kleines. Und schön zudecken. Oh, ich freue mich so. Oh Mann, das tut echt weh. Setz dich doch hin. Warte, bist du sicher, dass es dir gut geht? Schatz? Ja, sorry, dein Bett natürlich. Oh Mann, das ist hart. Ja, ich mach das schon, keine Sorge. Doktor, hilf uns bitte. Sie braucht deine Hilfe. Ist es heiß hier drin? Alles klar? Mir geht's blendend. Oh, ich kann nicht hinsehen. Press einmal ordentlich, ja? Aha. Schatz? Wir schaffen das. Puh. Oh Gott. Männer. Einfach atmen, ja? Ich presse. Es passiert. Was habe ich verpasst? Hier ist dein Baby. Warum hältst du sie nicht? Ach komm schon, reiß dich zusammen. Ja, ich kann heute nicht zur Arbeit kommen. Ja, sie bekommt das Baby. Was sagst du nun? Naja, wenigstens einer kümmert sich. Hast du die E-Mail gelesen? Okay, sehr gut. Einfach atmen. Puh, aha. Ich hol dir etwas Wasser. Hier. Nicht jetzt, Doc. Ich sagte nein! Okay, dann mehr für mich. Aha, ja. Ja, du machst das toll. Mhm. Hier ist er, dein kleiner Wonneproppen. Ach, danke. Du hast das wunderbar gemacht, Schatz.
Oh, wir sind jetzt eine kleine Familie. Was es wohl dieses Mal gibt? Halt, ich bin zuerst. Aber das ist so unfair. Mein Baby muss etwas essen. Jetzt muss ich auch weinen. Das sind die Schwangerschaftshormone. Wow, eine goldene Banane. So eine hatte ich schon mal in Paris. Die sind sehr extravagant und sehr selten. Eine wahre Delikatesse. Für mich nur das Allerbeste. Was zum... widerlich. Ich will den Manager sprechen. Oh, hey, beste Freundin. Sieh mal, die ist für dich. Wirklich? Danke. Da weiß ich nicht, was ich sagen soll. Vielleicht gibst du mir dafür deine braune alte Banane? Die hier? Klar, wieso nicht? Danke. Okay, sie ist zwar nicht golden, aber wenigstens essbar. Hm, viel besser als eine wurmbefallene Banane. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist, sie klein zu schneiden. Eine goldene Banane. Wow. Oh, ich bin ja so ein Leckermaul. Das wird richtig lecker. Ein Spritzer Karamellsoße. Jetzt noch ein paar Streusel. Ein himmlisches Gericht. Wie schmeckt's dir? Oh, den hier brauche ich nicht. Die kann man bestimmt noch essen. Hm, lecker. Mir wird schlecht. Igitt, was stimmt nicht mit dir? Mir ist der Appetit vergangen. Dann esse ich es. Hm. Und der Drache hob seinen Kopf und brüllte gewaltig. Hä? Wo ist der Rest? Mama? Warum liest du nicht weiter? Mach schon. Sorry, Süße. Ich habe schon beide Seiten vorgelesen. Aber ich will meine Gute-Nacht-Geschichte. Das ist unfair. Es muss doch was geben, was ich tun kann. Aber was? Warte mal, ich habe eine Idee. Ich male zuerst Herzen auf meine Finger. Dann noch eine Nase und ein breites Lächeln. Ich male die Herzen aus. Das sind nämlich die Augen. Jetzt noch ein zweites Gesicht auf meinen anderen Finger. Wer braucht schon Bücher? Ich kann meine eigene Geschichte erschaffen. Ich denke, ich bin soweit. Es ist Showtime. Ahem. Sophia? Hä? Mama? Hallo. Ich bin ein hübscher Prinz. Wow. Als ob ich im Theater bin. Ich liebe romantische Geschichten. Ich werde müde. Und sie lebten glücklich und zufrieden. Ende. Schläft sie? Es hat geklappt. Meine erste Bühnenproduktion war ein voller Erfolg. Ich lasse sie lieber schlafen. Oh, oh. Bitte nicht aufwachen. Was war das? Fast geschafft. Ach, komm schon. Schlafenszeit. Ich decke sie noch schön zu. Bereit für die Gute-Nacht-Geschichte? Romeo, oh Romeo. Wo zum Teufel bist du? Was geht? Ich meine, Wow, das ist wunderbar. Ich wünschte, mein Mann wäre auch so romantisch. Das ist so langweilig. Wo ist die Action? Was war das? So was ist noch nie passiert. Sie mag Actionfilme. Oh, okay, verstanden. Wow, toughes Publikum. Bringen wir es hinter uns. Nimm das. Weiter so. Wie findest du das, Annie? So was Schlechtes habe ich noch nie gesehen. Im Ernst? Ich hatte eine klassische Ausbildung. Wie wäre es mit einem Musical? Gebt euch mal mehr Mühe. Okay, es geht los. Cha-cha-la-la-la. Naja, dann schlafe ich ein. Vor Langeweile. Hey, für mich okay. Hey, das war's. Durch euer furchtbares Schauspiel ist sie eingeschlafen. Danke, schätze ich. Ich muss mit meinem Agenten reden. Ich gebe euch ein kleines Extra für die Mühe. Ihr habt es verdient. Cha-ching! War schön, mit dir Geschäfte zu machen. Bis bald. Oh, ich kann nicht schlafen. Es ist nicht gemütlich. Und der Mond leuchtet so hell. Aber ich bin so müde. Das ist echt frustrierend.
Ich muss doch was tun können. Ich hol mir lieber Hilfe von einem Nerd. Hallo, Sunny? Wirklich? Nein, nein, kein Problem, okay. Jetzt ist meine Zeit gekommen. Zum Glück habe ich ein Programm genau für diese Situation. Die anderen Nerds haben gelacht. Und wer lacht jetzt? Ich muss den Satelliten bewegen. Die Regierung wird zwar sauer werden, aber es ist für Sunny. Das werden sie verstehen. Und jetzt ist der Mond verdeckt. Das ist viel besser. Jetzt kann ich endlich schlafen. Oh, endlich süße Träume. Easy. Mach nächstes Mal eine Challenge draus. Zeit für süße Träume von Sunny. Wir wären ein tolles Paar. Das war eine ziemlich anstrengende Shoppingtour. So schlimm war es jetzt auch nicht. TV, ich bin mal in der Küche. Zeit, meine Einkäufe zu bewundern. Sind die nicht toll und so klein? Und hier drin? Die werden ihm noch lange nicht passen. Aber diese hier. Klitzekleine Schuhe. Hey, die gab's nicht beim Einkaufszentrum. Die sind so viel süßer als die hier. Oh, Liebling! Was ist los? Ich brauche diese Babyschuhe. Hä? Die sind ziemlich süß. Was auch immer, du kriegst, was du willst. Ich nehme ein paar. Bist du glücklich? Ja, total glücklich. Sind wir jetzt mit dem Shoppen fertig? Du hast sie, siehst du? Wow, was für süße Sachen es hier gibt. Und wie winzig alles ist. Soll das 200 Dollar kosten? Dafür? Oh, die sind süß und viel günstiger. Ich nehme die hier bitte. Okay. 4 Dollar bitte. Kein Problem. Oder vielleicht doch. Ich habe nur 2 Dollar. Ich kann mir hier ja gar nichts leisten. Was ist mit diesen kleinen Schuhen? Was sagen Sie dazu? Ich denke mal, das ist okay. Seltsam, die Frau. Ach, zum Glück passt das noch. Ich habe es erst letzte Woche gekauft. Das ist wohl nicht gut genug. Weg damit. Das ist viel mehr mein Stil. Ich sollte jetzt eigentlich strahlen. Verschenk das. Und das auch. Ach, nimm alles. Betty, spielen die Hormone wieder verrückt? Nein, warte. Wir können einkaufen gehen. Noch ein Punkt und wir gewinnen. Oh, diese Hose wird aber nicht passen. Die ist nichts für Schwangere. Oh, ich wünschte, ich könnte shoppen gehen. Was guckst du denn so? Och, meine Lösung sitzt die ganze Zeit da. So, die alten Klamotten meines Mannes sind der neue Schatz einer Frau. Die Show ist toll. Ja. Ich hoffe, sie gibt mir meine Klamotten zurück. Das wird bestimmt gut aussehen. Endlich kann ich sitzen. Was meinst du? Wie sieht mein Bauch darin aus? Also mir gefällt's. Ich weiß nicht. Die Farbe steht dir nicht so gut. Was redet sie? Jede Farbe steht mir. Aber okay. Und das hier? Darin kommt mein Bauch gut zur Geltung. Was sagst du? Das steht dir nicht wirklich. Okay, dich nehme ich nicht mehr zum Shoppen mit. Also das ist es. Absolut mein Style. Eine Mama mit Klasse, nicht wahr? Und die Leute erkennen sofort, dass ich reich bin.
Nein, der Look steht dir nicht. Oh, wow. Ganz schön schwierig. Und was meinst du? Welches Outfit gefällt dir am besten? 1, 2 oder 3? Schreib es in die Kommentare. Ich muss in die Stimmung kommen. Ich denke, alles ist soweit. Los geht's. Ein Apfel. Eine Knoblauchzehe. Oh, das ist stark. Was noch? Oh, na klar auch. Den Schnuller nicht vergessen. Die Beschwörung kann beginnen. Hubble, Bubble, Hokus, Pokus. Sag mir, es ist ein Junge. Das funktioniert doch normalerweise. Vielleicht habe ich was vergessen. Ich gebe noch etwas Glitzer dazu. Abracadabra, enthüll die Wahrheit. Was mache ich denn falsch? Oh, das brauche ich noch. Menschenhaar. Das sollte jetzt funktionieren. Sag mir, was ich wissen will. Hey Schatz, du versuchst dich an der alten Magie, was? Ich hab dir Blumen mitgebracht. Nein? Lieber Schokolade? Oh, das ist genau, was ich brauche. Das ist perfekt. Eine einzige Blüte reicht. Jetzt ist es vollständig. Zauberkessel, verrat mir deine Geheimnisse. Ein Mädchen, ein kleines Mädchen. Ich bin so glücklich. Schatz, schau. Oh. Glaubst du, sie mag Autos und Fußball? Dieses Kleid ist so eng. Komm schon. Das hat doch mal gepasst. Vielleicht hat er mich etwas im Fernsehen auf. Dieses Kleid macht schlank. Ja, bei dir vielleicht. Nun zu euch schwangeren Frauen. Das ist schön, das muss ich haben. Alle werden sich nach euch umdrehen. Hey. Ich? Ich will das haben. Das hier? Das kostet aber. Gut. Reicht das? Natürlich. Es war mir eine Freude, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Danke. Oh, mein Babybauch sieht toll aus. Steht dir. Du hast einen tollen Geschmack. Die will ich auch haben. Diese? Ja, jedes einzelne. Mein Geld. Oh, das ist toll. Ich liebe shoppen. Immer her damit. Ich sollte mir öfter was gönnen. So viele hübsche Kleidchen. Wow. Bis zum nächsten Mal. Wow, Püppi. Dein Haar sieht fantastisch aus. Du bist wunderschön. Warte mal. Sag Hallo zur neuesten Puppentechnologie. Die interaktive KI sorgt dafür, dass du eine Freundin fürs Leben hast. Du bist alt, Püppi. Daddy, ich will die haben. Bitte. Danke, Daddy. Das wird der Wahnsinn. Ich bin so aufgeregt. Ich kann es kaum erwarten, sie zu sehen. Wow, sie ist sogar besser als erwartet. Aktivieren des Startvorgangs. Hallo, ich bin Robodoll 3000. Wow, das ist so cool. Komm, lass uns spielen. Du hast so schöne Haare. Mein Haar ist aus Kunststoff gemacht. Oh, das ist nicht gut. Zum Glück bist du ein Roboter und hast keine Gefühle. Komm schon, fang mich. Aber du musst schnell sein. Verfolgungs- und Fangprotokoll eingeleitet. Kann mich nicht bewegen. Berechne alternative Route. Mayday. Bin fast fertig. Wow, du siehst fabelhaft aus. Wenn du das sagst. Was denkst du? Ah. Das Outfit ist süß. Was noch? Oh, das brauchen wir. Das werden wir definitiv anziehen. Exzellente Wahl. Wow. Lass es uns tun. Ja, mach mir einfach nach. Weg ist runter. Nice, Robodoll. Der Roboter Oldschool. Schau dir all die Likes an. Fühlst du dich glücklich? Ich wurde glücklich geboren. Wow, das ist hart. Langsam. Zeig keine Angst. Puh. Oh,
Glück gehabt. Schau dir das an. Zu einfach. Du bist dran. Ich beginne, den Druck zu spüren. Ist es hier wärmer geworden? Ich schaff das. Eine schnelle Bewegung. Und los. Nein! Ha! Viel Glück beim nächsten Mal, Loser. Das war ein Unfall. Du kennst die Regeln. Nein, nur nicht das. Gib schon her. Aber das ist alles, was ich habe. Zeit, hier ein paar Änderungen vorzunehmen. Ich hab das Sagen. Keine Hausaufgaben mehr. Und jetzt? Ich dachte, das macht mehr Spaß. Oh, ich weiß. Hallo? Ich muss dich in meinem Büro sehen. Ja, sofort. Ja? Es geht um den Test. Ich habe eine 6 bekommen. Ändere das. Oder du bist gefeuert. Natürlich. Das muss ein Irrtum gewesen sein. Sie haben eine 1. Direktorin zu sein hat seine Vorteile. Daran könnte ich mich gewöhnen. Hey, Sophia. Irgendwas stinkt hier. Guck mich nicht so an. Ich war gestern in der Waschmaschine. Dann muss es Sophia sein. Macht es dir was aus, nett zu sein? Oh, eine wunderschöne Blume. Danke. Tut mir leid. Oh, ekelhaft. Hört auf. Sophia? Was machst du? Nichts, Mama. Tu so, als ob du nichts gesehen hast. Peinlich. Kinder, zum Glück habe ich meine eigene Sockenpuppe. Und, was spielen wir? Schau mal, was ich habe. Süßigkeiten! Ich will! Oh Mann, das ist wie 1000 Grad. Worauf habe ich jetzt noch Lust? Schatz? Brauchst du was, Babe? Was Süßes? Oh, sag nichts mehr. Haselnussaufstrich? Nein. Was haben wir noch? Warte, ich glaube, ich habe genau das Richtige. Oder besser gesagt, viele Dinge. Alles für mein Baby. Und ich habe noch mehr in der Küche. Gibt's auch Käse? Nein. Ah, wie konnte ich den Käse vergessen? Verrückt. Sehr interessant. Aber das ganze Lesen hat mich hungrig gemacht. Was möchtest du, Kleines? Vielleicht was Salziges? Hallo? Brauchst du was, Schatz? Ich könnte einen kleinen Snack vertragen. Okay, eine Sekunde. Yay! Hier kommt's. Salzige Chips. Das ist dein Lieblingsgeschmack. Oh mein Gott, wo hast du die denn gefunden? Danke. Na, du genießt die jetzt, okay? Ruf einfach, ich bin da drüben. Nein, warte, noch eine Sache. Ich kann noch was Süßes vertragen. Ja, ich werde sehen, was ich tun kann. Danke, mein Schatz. Boah, du hast mich erschreckt. Was ist das denn? Na, du wolltest doch was Süßes. Das riecht nach Dessert. Erdbeere? Oh, das ist gut. Jetzt bring mir Fisch, ja? Was bin ich, ein Markt? Ich werde sehen, was ich tun kann. Das riecht so lecker. Okay, ich habe dir den Fisch gefangen, Liebes. Oh, das hast du wirklich, oder? Stört dich der Geruch? Oh, die Seife kaschierte ihn wenigstens. Am besten lassen wir die vorherige Challenge hinter uns. Bereit? Das sieht nicht lecker aus. Sieht trocken aus. Was soll's, es ist ja nur Essen. Das schmeckt wie Pappe. Nee, das schmeckt nicht. Ich habe eine Idee. Der Burger kommt in eine Schüssel. Etwas heißes Wasser dazu. Fertig sind die Burgerrahmen. Das nenne ich eine Mahlzeit. Essen für Arme. Zum Glück habe ich diesen Geldburger. So lecker und so teuer.
Meine Zähne! Zu viele Juwelen. Sehen gut aus, sind aber leider nicht essbar. Ich hätte lieber Nudeln. Die sehen echt lecker aus. Keine Sorge, Prinzessin. Mama besorgt etwas zu essen. Sie starrt auf mein Essen. Möchtest du auch Ramen? Oh ja, lieben gern. Hier, der ist für dich. Ich habe Lust auf etwas anderes. Ich nehme nur das Geld. Katsching! Perfekt. Das nenne ich einen guten Deal. Das wird dem Baby schmecken. Was? Das geht doch nicht. Das ist unfair. Dieses Restaurant ist wunderschön. Ist hier irgendjemand wach? Appetizer, Miss. Nur das Beste für Sie. Mögen Sie irgendwas davon? Ich nehme alles. Danke. Sieht super aus. Schmeckt nicht schlecht. Heute kein Gemüse. Das Ungesunde ist schon eher mein Geschmack. Ein Gummibärchen. Wow, das war lecker. Sie haben geläutet. Ich nehme an, Sie wollen den Hauptgang. Räumen Sie einfach alles ab. Verstanden. Wow, was für eine schreckliche Verschwendung. Das war auch noch unser bestes Gericht. Alles klar. Das Mittagessen wird serviert. Sieht doch ganz gut aus, oder? Gibt es noch Salz? Das passt schon. Oh, wie lecker. Ich habe wirklich Hunger. Das trifft genau meinen Geschmack. Wird Zeit für den Abwasch. Ich könnte noch ein bisschen mehr vertragen. Hey, es guckt ja niemand zu. Alles weg und ich muss nicht mehr abwaschen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin so effizient. Fast geschafft. Keine Sorge. Weiteratmen. Und dann ist der Vater in Ohnmacht gefallen. So witzig. Eine Minute. Wie unhöflich. Oh nein, nicht mit uns. Leck dich hin, mein Schatz. Entspann dich. Oh, so aufregend. Legen Sie sich bitte auf das Bett. Muss ich denn alles selbst machen? Nein, verraufen sofort. Machen Sie sich's bequem. So, sei brav, kleines Baby. Was ist das toll, Schatz? Ich glaube, das Baby kommt. Hey, da ist ein Baby unterwegs. Ich muss auflegen. Dieses Paar ist echt nervig. Alles wird gut. Mach was. Ah, ich muss neue Handschuhe bestellen. Hey, können Sie mal leiser sein? Du musst so atmen. Das sollte die richtige Temperatur haben. Also, ich habe Ihnen Snacks besorgt. Das verleiht Ihnen Energie. Oh, nein, danke. Ich will mein Gewicht halten. Ah, das habe ich nicht gebraucht. Also, was haben wir hier? Wow, das sieht man nicht alle Tage. Drücken. Ich wusste, wir hätten in ein anderes Krankenhaus sein. Ah! Oh, meine Hand. Weiter. Ist das normal? Ignorieren Sie das einfach. Ich mach das nicht. Überlass das mir. Reicht das? Absolut. Machen Sie sich keine Sorgen. Freut mich zu hören. Eine von diesen macht alles viel einfacher. Bitte, es tut so weh. Ach ja? Okay. Spüren Sie was? Oh, ich glaube, es geht los. Autsch. Glückwunsch. Ein wunderschönes Mädchen. Oh. So eine tolle Familie. Nicht mehr wieder. Hier ist ihr Baby. Glückwunsch, bla bla bla. Ist es ein Junge oder ein Mädchen? Kein Plan, egal. Oh, ich bin so glücklich. Schatz, komm, schau dir die Kleine an. Oh, ich liebe euch. Nein, stopp! Warte auf mich! Ich hab den Bus verpasst. Was mache ich denn jetzt? Hey, stimmt was nicht? Sieht aus wie ein Job für den freundlichen Obdachlosen von nebenan. Mit Fahrgelegenheit gefällig? Wow,
Los, spring rein! Ist das ein Pappauto? Oh ja, das ist das neueste Modell. Das Baby geht richtig ab. Schön festhalten. Ziemlich schnell, was? Fühlst du den Wind in den Haaren? Es ist fantastisch, danke. Warte, darf ich fahren? Du bist mein Gast. So aufregend, ich bin noch nie gefahren. Warte, was? Fahr langsamer. Guck, wir sind da. Und in einem Stück, irgendwie. Danke nochmal, ich weiß das zu schätzen. Bye. Dann fahre ich gleich Essen shoppen. Zu den Müllcontainern. Piep, piep. Oh, sie kommt. Guten Morgen, Madame. Wenn ich die Tür öffnen darf. Nein. Ich verstehe nicht. Ich fahre heute nicht mit dem Auto. Wie wäre es mit dem Skateboard? Soll das ein Witz sein? Rollerblades? Wie schön sich die Räder drehen. Ach, öde. Ich habe keine Idee mehr. Außer, wir können das nehmen. Das gefällt mir schon besser. Wie cool, das sieht nach Spaß aus. Gute Idee. Schaut mich an. Nein, stopp. Man sieht sich. Eine schöne Art zu reisen. Wenigstens bekomme ich heute mein Ausdauertraining. Hey, ja, ich bin's wirklich. Ich fühle mich so glamourös. Mal testen, was das Ding alles kann. Das ist so cool. Alle schauen mich an. Meine Fans, die mich bewundern. Ich liebe euch. Ah, das hat Spaß gemacht. Damit fahre ich auf jeden Fall wieder nach Hause. Ich gehe lieber zum Unterricht. Wow, was ist das denn? So futuristisch. Aliens müssen das hier vergessen haben. Und jetzt gehört es mir. Nie wieder Pappauto fahren. Yeah, ich fühle mich so schick. Hä? Was ist das für ein Geräusch? Hallo? Hä? Obdachlose haben das auch? Damit bin ich also fertig. Machen wir sie wieder hübsch. Nicht, dass sie das nötig hätten. Du sagst genau die richtigen Dinge. Der Morgen ist immer so stressig. Da sagen sie was, aber sie entspannen sich einfach. Okay, ich denke, das ist alles. Womit möchten sie heute fahren? Wie wäre es mit dem? Im Ernst? Nein. Okay, aber das sieht gut aus. Oh, ich weiß. Ich muss kurz telefonieren. Hallo? Ich brauche deine Hilfe. Ja, sofort. Ein Hubschrauber? Perfekt. Das ist schon eher mein Style. Du hast eine Gehaltserhöhung verdient. Bye. Sunny, Moment. Sie haben ihre Schultasche vergessen. Oh. Du kannst mich da rauslassen. Ich sollte wirklich den Platz wechseln. Hä? Was ist das? Das ist der Untergang. Hätte sich wer kann. Relax. Ich bin's. Ich mag große Auftritte. Okay, du kannst jetzt verschwinden. Ein Glück, dass ich den zerzausten Look mag. Und? Was habe ich verpasst? Oh, danke. Unglaublich, sie ist solch eine Diva. Ist es vorbei? Wir müssen definitiv was an der Sitzordnung ändern. Oh, meine Pflanze.